Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die Beauty Love Box eingetroffen. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Beauty Love Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, 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 vielen Dank an dieser Stelle. So kann ich ein bisschen in die Green Beauty Welt eintauchen und mich so ein bisschen inspirieren lassen. Finde ich super interessant. Ich darf auch tatsächlich eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, das ist eine Box, wie gesagt, mit Green Beauty Produkten, die alle 2 Monate erscheint und die kostet im Abo ab 31,95 bis 39,95, je nachdem, welche Aboform du so wählst. Diesen Monat soll sie 130 Euro wert beinhalten, finde ich voll krass. Und normalerweise hat sie 6 bis 8 Beauty-Produkte drin. Ich bin super gespannt, was drin ist. Zu dieser Box gibt es immer mal wieder die gleichen Informationen von mir. Die Box besteht aus Gras, Karton irgendwie, also so ein ganz, ganz recyceltes, natürliches Material. Und wenn man dran schnuppert, dann riecht man auch tatsächlich, wie natürlich diese Box ist. Das ist so, so cool. Das ist wahnsinnig cool. Also ich finde es großartig. Man sieht hier auch dieses Gesprenkelte drin und so. Ne? Man kennt es ja schon so von Karten, sage ich mal. Die adaptieren jetzt mittlerweile auch, Gott sei Dank, einfach um nachhaltiger zu werden. Und diese Box setzt auch auf Nachhaltigkeit, was ich einfach fantastisch finde. Die unterstützen mit jeder verkauften Box 50 Cent, wird dann gespendet an das Projekt Treedom. Das ist ein Projekt in, ich glaube, mich erinnern zu können, in Madagaskar, wo die Bauern halt wirklich auch an diese ganz nachhaltige Landwirtschaft herangebracht werden. Also da wird halt wirklich nachhaltig unterstützt und das finde ich total toll. Also wenn man diesen Nachhaltigkeits- und Natürlichkeitsgedanken hat, in sich trägt und trotzdem gerne einer Box abonnieren möchte, ist diese Box wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Kiste. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt habe ich hier lang genug geredet, jetzt schauen wir rein. Zuallererst nehme ich immer den Deckel ab. Genau, da steht nichts drin natürlich. Puch. Und hier haben wir dann ein kleines Booklet und hier hinten steht drauf, die Natur ist ein guter Ort, um unsere Natürlichkeit wiederzufinden. Und das ist ein Zitat von Ernst Ferstel. Es stimmt absolut. Also ja, auf diesem Kanal sieht man auch viele Beauty-Produkte. Man sieht hier auch eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Marken und so weiter, wo nicht unbedingt immer auf Natürlichkeit geachtet wird. Auch was natürliche Schönheit angeht, ist es auch auf diesem Kanal sehr präsent, finde ich. Denn ich stelle euch gerne auch Pflegeprodukte vor. Ich stelle euch gerne auch irgendwas vor und bin dabei einfach mal nicht geschminkt. Also heute habe ich einfach mal Bock darauf gehabt, deswegen habe ich mich geschminkt. Ansonsten sieht man mich ja auch öfters einfach mal ungeschminkt und das finde ich einfach sehr, sehr gut. Wir haben einen großen Garten, wo ich mich gerne aufhalte und wo ich einfach gerne in der Natur bin. Ich bin gerne mit meinem Hund Sammy in der Natur und deswegen passt dieses Zitat hier gerade voll in mein Herz rein. Und das Motto der Box ist Earthly Calm, also quasi weltlich oder erdentlich, weiß ich nicht, ruhig. Finde ich schön. Und es ist eine wirklich schöne Karte. Wir sehen hier auf einem Felsvorsprung eine Lady, die quasi in die Ferne schaut. Und das finde ich toll. So, hallo Beauty Lover. Endlich ist es soweit. Unsere Natural Box Earthly Calm hat dich erreicht und du darfst dich über eine Vielzahl pflegender wohlduftender Produkte freuen. Wir haben uns dieses Mal das Thema Erde und sich Erden ausgesucht. Der Alltag hat die meisten von uns wieder fest im Griff und manchmal fühlen wir uns völlig losgelöst vom Hier und Jetzt. In Gedanken sind wir schon wieder bei dem nächsten To-Do und haben vor lauter Tun vergessen zu sein. Kann ich unterschreiben? Hatte ich heute auch zuhauf auf der Arbeit. Wie wäre es denn mal wieder mit einem Spaziergang im Wald? Gerne. Sich hinlegen, an nichts denken und einfach nur den Boden unter sich spüren und den wunderbaren Anblick des Himmels genießen? Die Natur beruhigt uns und lädt unsere Energiespeicher wieder auf. Ich stand auch tatsächlich gestern Abend bei uns auf der Terrasse und habe einfach mal in den mega schönen klaren Sternenhimmel geschaut. Das war so angenehm. Nach einem wundervollen Herbsttag in der Natur haben wir richtig Lust, Haut und Haaren etwas Gutes zu tun und uns von Kopf bis Fuß zu verwöhnen. Mehr zu den Produkten gibt es im digitalen Booklet zu sehen. Schaut auch unbedingt auf unserem Instagram-Account vorbei. Hier teilen wir ganz viele extra Tipps mit euch, sodass ihr hoffentlich geerdet und voller innerer Ruhe durch euren Alltag schweben könnt. Alles Liebe wünscht euch Annabelle vom Team Beauty Love.
Ja, und hier haben wir dann einen QR-Code, den wir scannen können, um da entsprechend das Digital Leaflet, das digitale Booklet, aufzurufen und dann noch weitere Informationen zu den Produkten zu bekommen. Ich schaue einfach mal, ob die Produkte erklärungsbedürftiger sind, als ich es denke. Und ja, mache das jetzt erstmal noch nicht. Das können wir vielleicht gleich zusammen machen. Und ja, diese Box, also dieses Motto und das, was hier drin steht, das passt einfach für mich gerade echt sehr, sehr gut. Wir haben so ein paar Änderungen bei uns auf der Arbeit, deswegen kam ich vielleicht das ein oder andere Mal auch etwas abgehetzt darüber. Heute versuche ich mal so ein bisschen runterzukommen und euch die Box auch ein bisschen entspannter vorzustellen. Genau, ne? Manchmal braucht man einfach auch eine kleine Auszeit von sich selbst quasi. So. Hier habe ich tatsächlich dann die Box. Das ist so ein schönes Seidenpapier, was mit dem Klebi zugemacht wird. Alles so dieses Green, Grün und so weiter. Finde ich total schön. Und jetzt öffnen wir den Klebi. Oh, ich hasse das immer, wenn ich dieses Seidenpapier zerreißen muss. Ich mag das gar nicht. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und selbst diese Papierschnipsel, die da drin sind, sind entweder biologisch abbaubar oder aus 100% recyceltem Material. Das weiß ich gerade nicht hundertprozentig. Und das erste, was ich hier rausnehme, finde ich extrem interessant. Das ist Sensorial Artisans Ballade en Provence, eine Solid Night Cream. Also das sind 40 Gramm von einer festen Nachtcreme. Das finde ich bombastisch. Ich weiß nicht, bei wem ich das gesehen habe. Ich glaube, das war Nikitas Beauty Palace? Nee, Chiquitas Beauty Palace, genau. Und sie hatte auch so eine Nachtcreme oder eine Tagescreme vorgestellt, die fest war und fand die auch cool, soweit ich mich das, ne, kopfmäßig richtig erinnere, keine Ahnung, viel Kram in meinem Kopf drin. Und deswegen, ja, finde ich das cool, ne? Das ist halt wirklich so ein Brocken und damit fährst du ganz langsam über dein Gesicht und dann schmilzt das auch ganz zart. Ich merke das jetzt gerade an meinen Fingern auch, finde ich großartig. Und das verwendest du halt als Nachtcreme. Riecht ganz zart nach Lavendel. Ist jetzt nicht so penetrant, als hätte ich jetzt einen Lavendelbusch und würde meine Nase reinhalten. Und so ein bisschen kräuterig, also super, super angenehm. Das finde ich total cool, ne? Das ist fancy und das ist echt neu, innovativ, wie auch immer. Und es fühlt sich schön an und ja, die werde ich denke, jetzt wirklich ins Badezimmer stellen. Ich habe da zwar was drin, was ich aktuell in Verwendung habe, aber das ist eher so eine Overnight-Maske, die ich dann quasi über Nacht drauf lasse und morgens abwasche. Ich glaube, das werde ich mir jetzt aber tatsächlich ins Badezimmer stellen, weil ich da echt Bock drauf habe, das auszuprobieren. So, als nächstes haben wir hier ein Produkt von Kneipp. Das passt einfach auch alles so von der Verpackung her super in diese Box, ne? 100% natürliche Pflege, Lippenpflege mit Depoteffekt, mit exotischem Duft. Und das ist eine neue plastikfreie Kappe. Und 99% sind dann da wohl natürlichen Ursprungs. Und das ist mit Aprikose und mit Marula. Und ich glaube, jetzt kann man halt auch wirklich solche Produkte gut gebrauchen. Samt Weich steht hier drauf. Und das ist ein richtig, richtig schönes Produkt, ne? Ja. Ich mag Kneipp auch sowieso, das ist so, allein diese Marke an sich steht schon für Chillness, finde ich, oder? Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Also das ist so meine, wenn ich an Kneipp denke, denke ich an, ich lege mich in die Badewanne, ich habe so einen kleinen Homespa, ich mache da schöne Düfte rein. Damals hatte man immer so Eukalyptusbad, also das hatten wir immer zu Hause stehen bei meinen Eltern. Und immer, wenn ich dann in die Badewanne zu Hause gegangen bin, Eukalyptus pur. Und das war echt angenehm. Und jetzt bringen die halt immer mehr und weitere Produkte raus, sei es Duschen. Mein Freund hat auch aktuell ein Produkt von Kneipp als Duschgel unter der Dusche steht, findet er total super. Und jetzt haben wir hier auch noch die Lippenpflege. Ich hatte auch schon mal so einen Raumduft. Herrlich. Also ich mag das. Ich bin ein Kneipp-Fan tatsächlich. So, dann haben wir hier etwas und zwar Shampoo Bit Rosenrot. Rosenrot Naturkosmetik. Das ist doch bestimmt ein festes Shampoo, oder? Das ist so ein schönes Pöttchen, das kannst du auch, wenn du das Produkt aufgebraucht hast, entsprechend weiterverwenden. Wenn das ein festes Shampoo ist, habe ich mir da tatsächlich auch von Lazula, keine Ahnung, kann man bei Douglas kaufen, extra so ein kleines Glaspöttchen geholt. Und oben sieht das so ein bisschen aus, als könnte man Teelicht da reinmachen oder so, weil da halt so Löcher auch im Deckel drin sind. Und dadurch trocknet einfach diese ganze feste Geschichte besser. Und ich glaube, das ist, ja, oh, hier steht drin für dich, richtig, richtig süß. Oh, hier kommt ein Duft raus, Leute. Oh, der Wahnsinn. Das riecht richtig gut. Das
Das riecht nicht nur nach Rose, das hat auch irgendwie was Kräuteriges mit dabei. Mega. Und das ist halt hier so schön eingepackt. Das sind Kornblumen und Zitronen. Danach duftet das tatsächlich. Und die Kornblumen, die kommen richtig gut raus. Und du hast in diesem Pöttchen so ein bisschen Stroh drin, wie so ein kleines Nest. Das ist hübsch. Ich weiß echt nicht, ob ich das selber verwenden werde oder ob ich das in einen Adventskalender packen werde für meine Schwägerinnen Spee. Ich glaube, na, für sie wäre das auch perfekt. Ich glaube, da wird sie sich mega drüber freuen. Ich packe ja auch selber Adventskalender und so für Freunde und Familie. Und ja, das finde ich toll. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Shampoo dann machen soll. Huch! Weitere Informationen zu unserem Shampoo-Bit und Tipps zur Anwendung erhalten Sie auf www.rosenrot.de. Ja, jetzt ist hier mal eine Frage, weil sie hat lockige Haare, ob das für sie halt in dem Sinne auch geeignet wäre. Nö. Steht jetzt so nicht mit dabei, ne? Gut, dann ist jetzt einfach mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir einfach mal den QR-Code abscanne. Das macht man ganz einfach, indem man das Handy nimmt und dann die Kamera öffnet. Ich halte mir das immer so ein bisschen upsala fest, weil ansonsten fällt mir das Handy irgendwann runter, ne? Also hier mit meinem, Vieh da hinten. Und dann nimmt man das, hält das einfach da drüber, dann öffnet sich automatisch hier so ein Fältchen, hier tippen, um ihren Browser, um diese Seite zu öffnen. Und dann öffnet sich in meinem Browser entsprechend die Seite. Und so sieht das dann aus. Da haben wir hier dann das digitale Heftchen mit drin. Und dann kann man da halt einfach so weiterblättern. Und dann hat man auch zu den Produkten so einzelne Clips mit drin, wo halt auch noch was zu den Produkten beschrieben mit dabei ist. So. Nee, hier steht jetzt nicht explizit mit dabei, was dieses Shampoo machen soll. Tut mir leid, ich habe irgendwie ein Haar von Sammy, glaube ich, hier in der Nase, was da gerade mich kitzelt. ja, einfach Shampoo mit Kornblumen, Zitrone. Ach, ich glaube, das wird ihr wohl gut tun. Ich glaube, da hat die wohl Bock drauf, ne? Ich glaube, das ist sogar vegan. Schön. Sehr, sehr schön. Okay, ja, dann gehen wir jetzt mal weiter. Da haben wir von Anané Purgatio Detox Mask. Ich liebe Masken. Red Clay Minerals and Barrage Oil and Lotus Water. Water. Genau. Das sind 25 Milliliter und auch da wieder 94% pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Richtig cool. Und Red Clay ist roter Lehm. Das heißt, die wird dann halt auch auf deinem Gesicht wahrscheinlich trocknen, sodass man die dann so abwäscht und dann dem Hautbild irgendwie eine Verschönerung verpasst. Lotuswasser finde ich auch einfach toll vom Duft. Borage Oil, weiß ich jetzt gerade nicht, was Borage Oil ist. 10 bis 15 Minuten, genau, lässt es einfach drauf und lässt es trocknen und dann kannst du es mit lauwarmem Wasser einfach runterwaschen und hast danach einfach schöne, gepflegte Haut. Das finde ich total toll. Ich mag Masken. Wir sind so miteinander. Ja, ist einfach meine Welt. Okay, das war schon das vierte Produkt. Dann gehen wir jetzt mal zum fünften. Und hier haben wir von I+M, das ist eine Naturkosmetikmarke aus Berlin. Das habe ich mir gemerkt, weil seitdem ich hier Boxen anboxe, habe ich sehr, sehr häufig diese Marke in meinen Händen. Finde ich total cool. Kann man aber auch in der Drogerie kaufen. Das ist Lifting Boost Immortelle Hyaluron Age Plus. Okay. Da muss ich mal gucken, was genau das sein soll. Ob das eine Gesichtscreme ist. Natürliches Botox. Das leichte Serum unterstützt die Spannkraft der Haut mit hochkonzentrierten pflanzlichen Wirkstoffen und erhöht das Feuchtigkeitsniveau. Fältchen und Linien werden gemildert durch Hyaluron, weißen Hibiskus und Immortelle in bester Bioqualität. Vor der Gesichtscreme oder als alleinige Pflege in die Haut einmassieren. Okay, das ist ein Serum. Interessant, 30 Milliliter sind hier enthalten. Und ich denke mal, preislich gesehen dürfte das auf jeden Fall das Highlight-Produkt der Box sein, oder? Weil das halt auch einfach entweder das oder die feste Nachtcreme, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber interessant auf jeden Fall. Ich kann das gut gebrauchen. Und natürliches Botox bin ich ja direkt ganz vorne mit dabei. Kann man gebrauchen. Okay, dann habe ich hier noch etwas. Deo Roll-On Petit Grain. Das ist von Zen of Scent, so heißt das. Okay, 50 Milliliter sind hier enthalten. Ich habe aktuell noch einen Deo Roller in Anwendung und ich finde so gerade abends oder nach dem Duschen oder so, finde ich einen Roller einfach angenehmer als ein Spray. Weil du bist frisch geduscht, du hast halt, ne, du bist sauber und dann möchtest du jetzt nicht irgendwie was drunter sprühen, was einfach in alle Richtungen sprüht. Und dann gebe ich mir das tatsächlich lieber einfach so punktuell auf oder halt eine Deo-Creme. Ja, und das ist einfach ein Deo. Ich weiß jetzt nicht, wie das riecht. Da riechen wir mal dran.
Oh, das riecht aber sehr, sehr zitrisch. Das riecht noch deutlich zitrischer als das Shampoo, was ich gerade hatte. Das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Welt, muss ich gestehen, weil ich glaube, das ist eher so, also was mein Duftempfinden angeht, jeder hat ja ein anderes Duftempfinden, aber was mein Duftempfinden angeht, eher so in Richtung Reinigungsprodukt geht. Also ne, Reinigungsmittel, wie auch immer, wenn ich mein Bad sauber mache, riecht es auch nach Zitrus. Deswegen mag ich nicht so gerne zitrische Düfte als Produkt auf meinem Körper, einfach weil das so ist. Da mag ich lieber Rose oder so generell blumige Düfte, mag ich richtig gerne. Jasmin liebe ich, aber das ist tatsächlich nicht ganz so meine Welt, leider. Wird garantiert, ist das mit Alkohol? Ja, Pentylene Glykol. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Alkohol speziell ist. Da ist es nämlich auch das Ding, wenn ich mich gerade frisch rasiert habe und mir dann Alkohol drunter gebe, dann brennt das halt, ne? Ja, aber ich denke, dass das eher weiter wandern wird. So, und jetzt haben wir tatsächlich das letzte Produkt aus der Box, was echt groß ist. Und jetzt muss ich mal kurz von ein paar Papierschnipselchen befreien. Und da haben wir von Parsa Beauty natürliche Pflege für alle Haartypen geeignet. Und das ist eine Haarbürste. Das ist richtig schön, eine Pflegebürste Bambus. Und das heißt, dass diese holzmäßig aussehenden Stiele und drumherum und so, dass es halt wirklich Holz ist. Ich lasse es wirklich drin, weil ich habe aktuell eine Haarbürste, die mir wirklich gut gefällt. Die hier werde ich dann tatsächlich weitergeben. Die wird entweder in einen Adventskalender kommen oder anderweitig weiterwandern. Das kriegen wir alle schon voneinander, ne? Bei mir verschimmelt hier ja nichts. Und deswegen, ja, finde ich das schön, dass eine Haarbürste drin ist, weil Haarpflege gehört ja auch irgendwie für die natürliche, fürs natürliche Wohlbefinden dazu. Weil ohne Haarbürste hast du einen Kopf, der aussieht, als wärst du, keine Ahnung, gerade aus dem Bett gesprungen. Nee, ich finde es gut. Also eine Haarbürste kann man gut gebrauchen. Eine Haarbürste halt, ja. Finde ich schön. Bambus ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich irgendwas mit Bambus in meinen Händen halte. Deswegen auch wiederum nachhaltig. Und das gefällt mir einfach, ne? Und hier steht Bambus mit Aloe Vera. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich hier in diesen Borstendingern Aloe Vera irgendwie mit drin haben, dass dann quasi die Haare auch noch gleichzeitig gepflegt werden. Und das ist halt auch dieser Clou an diesen Parsa Bürsten. Die haben ja auch viele verschiedene und ich hatte auch tatsächlich schon mal eine, dass diese Extra-Bürsten, die um diese Noppenbürsten drum zu sind, dafür da sind, um die Haare nochmal gleichzeitig zu pflegen, während du dich kämmst. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Wie gesagt, funktioniert bei meinen zippeligen, sehr, sehr langen Haaren nicht so, so gut. Deswegen habe ich eine andere Anwendung. Ja, aber ein cooles Produkt. Ja, und das war jetzt tatsächlich auch die The Natural Box Beauty Love, beziehungsweise Beauty Love The Natural Box. Eine sehr, sehr angenehme Einführung in die Naturwelt, finde ich, oder in die naturnahe Kosmetik. Und ich finde den Inhalt auch gelungen. Du hast eine Creme, du hast ein Shampoo, du hast eine Bürste. Also du hast wirklich was fürs Gesicht, du hast was für den Körper mit dem Deo, du hast eine Maske mit dabei. Das ist irgendwie so Wohlfühlen, ja, von Kopf bis Fuß, ne? Also schon irgendwie ganz gut. Und das halt einfach ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil es gute Produkte sind. Und deswegen, ja, finde ich das ganz cool, dass ich hier die Box vorstellen darf und hoffe, dass ich hier vielleicht auch euch animieren konnte, sich die Box einfach mal anzuschauen. Oder vielleicht hat sie euch ja auch ultra gefallen. Vielleicht habt ihr sie ja auch im Abo. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare und welches vielleicht euer Lieblingsprodukt aus der Box ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!